Hi meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man solch eine Schiebermütze näht. Dazu benötigt ihr als erstes Jerseystoff. Da braucht ihr ein Stück, das eine Breite von dem Kopfumfang plus 4 cm hat und eine Höhe von 16 cm. Diesen faltet ihr wie folgt dreimal. Schneidet euch bis nicht ganz zu der Hälfte die Ecke ab. Nehmt den Stoff wieder auseinander und näht euch nun die Außenseiten zusammen. Dies könnt ihr mit einem normalen geraden Stich machen oder aber mit einem dehnbaren Jersey-Stich. Nun nehmt ihr den Stoff auseinander, faltet ihn wie folgt und näht die obere Seite zusammen. Dann könnt ihr die Mütze schon mal umschlagen und erst einmal beiseite legen. Jetzt nehmt ihr euch euer Bündchenstoff, dann nehmt ihr für die Breite den Kopfumfang mal 0,7. Nehmt ihr auch Schlauchware wie ich, müsst ihr diesen nochmal durch die Hälfte teilen. Nun nähen wir uns die offene Seite zusammen und dann ist der Schirm dran. Dazu nehmen wir einmal den Jerseystoff in der Breite von 32 cm. Und eine Höhe von ca. 8 bis 10 cm, je nachdem wie breit ihr den Schirm haben möchtet. Für das Innenteil nehme ich ein sehr stabiles Baumwollstoff, ihr könnt aber auch gut zum Beispiel Jeansstoff nehmen. Diesen legen wir nun da drauf und falten uns wie folgt einmal die Stoffe und runden uns nach oben hin die Ecken weg. Das schneiden wir uns dann aus. Nehmen uns das Ganze auseinander. Legen den Jersey rechts auf rechts und obendrauf das Innenteil und nähen nun einmal die Rundung zusammen. Anschließend schneide ich sehr nah an der Naht einmal den überschüssigen Stoff weg. Und dann können wir das Ganze einmal umschlagen, sodass die beiden Jersey-Stoffe außen sind. Nun steppe ich einmal die Rundung ab mit einem normalen geraden Stich. Das Ganze sieht dann so aus. Nun schneide ich mir die offene Seite einmal gerade ab. Und versäubere mit einem Zickzackstich. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt nehme ich mir die Mütze, lege mir die Naht nach oben hin, schlage mir das Bündchenstoff einmal um, schön Naht auf Naht, und lege mir nun wie folgt mit der Naht auf die Rückseite der Mütze, also auch auf die Naht, und nähe einmal rundum zusammen. Dies könnt ihr am besten mit einem dehnbaren Stich machen, bei mir ist das die Nummer 5. Nun müsst ihr das Bündchen immer leicht ziehen, den Jersey-Stoff dabei allerdings nicht. Das machen wir nun, bis wir einmal rundum zusammengenäht haben.
Darauf achten, dass ihr nicht zu viel zieht, sonst habt ihr am Ende zu viel Bündchen Stoff übrig. Wenn ihr damit durch seid, habt ihr quasi ein kleines Mützchen fertig. Jetzt kommt aber noch der Schirm dran. Da lege ich mir mit der Naht nach unten die Mütze hin und lege mir wie folgt den Schirm auf das Bündchen drauf und nähe es einmal am Rand entlang fest. Das können wir mit einem normalen geraden Stich machen. So sieht das dann aus. Jetzt nehme ich mir den Finger, gehe damit in die Mütze hinein, quasi an die vordere Naht. Daran können wir uns ganz gut orientieren. Und schlage nun bis zur Mitte des Schirmes diese Naht hin und nähe es nun dort mit ein paar Stichen fest. Das könnt ihr auch mit einem normalen geraden Stich machen. Wenn ihr das gemacht habt, ist die Mütze fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch geholfen hat, freue ich mich selber einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen.